Jo, das ist eine gute Frage. Jo, Leute, willkommen zu meinem Video. Und ihr seht schon wieder, ihr seht mich nicht. Das heißt, heute gibt es wieder ein Quiz. Und zwar geht es heute nicht um die 90er, was auf diesem Kanal ja normalerweise der Fall ist, sondern heute geht es ein Jahrzehnt zurück in die 80er. Ja, hier steht nur 80er Kinder mit einem verdammt guten Gedächtnis können diese 15 Fragen beantworten. Also, zwei Sachen, die ich nicht bin, weder ein 80er Kind noch habe ich ein gutes Gedächtnis. Trotzdem versuchen wir dieses Quiz mal zu meistern. Wie immer könnt ihr gerne mitraten. Let's go mit der ersten Frage. Los geht's! In diesem Kultklassiker der 80er Jahre wurde eine Gruppe von Jugendlichen gezeigt, die nachsetzen muss. Irgendwie fehlt da eine Frage. Ja, wahrscheinlich in welchen dieser Filme? Pretty in Pink, das darf man nur als Erwachsener. Ferris macht blau. Breakfast Club, der Frühstücksclub. Ich bin mir echt unsicher, ob ich überhaupt einen dieser Filme gesehen habe. Ich habe so irgendwie im Kopf sowas von Ferris Bueller, glaube ich. Ferris macht blau. Ob das was damit zu tun hat, keine Ahnung. Aber das ist mir gerade so irgendwie im Kopf, deswegen sage ich jetzt einfach Ferris macht blau. Ja, das ist falsch. Es war Breakfast Club, der Frühstücksclub. Wie gesagt, ich glaube, ich habe nicht einen dieser Filme geschaut. Dieser berühmte Sänger starb im Alter von 40 Jahren nach mehreren Schüssen in den Rücken. Also irgendwie sind das alles nur Aussagen und dann kommen Antworten. Also Fragen sind das weniger. Egal. Egal. David Bowie, John Lennon, Jim Morrison, Elvis Presley. Also man sieht es ja am Bild. Guck, man muss ihn kennen, sonst bringt einem das Bild auch nichts. Ja, auf jeden Fall ist es John Lennon. Das ist richtig. Dies war ein beliebtes Arcade-Spiel des japanischen Videospieldesigners Toru Iwatani. Ob der so ausgesprochen wird, keine Ahnung. Pong, Space Invaders, Mario Bros., Pac-Man. Und ja, vom Bild her, ich denke, das weiß auch wirklich jeder, das ist Pac-Man. Richtig. Das größte globale Publikum verfolgte diese königliche Hochzeit. Prinz Charles und Camilla Parker Bowles, Prinz Charles und Lady Diana, Prinz Harry und Meghan Markle, Prinz William und Catherine Middleton. Ja, also ich kenne von denen auch wirklich nur, ja, Prinz Charles und Lady Diana. Deswegen sage ich, dass das das Richtige ist. Und das stimmt. Welches der folgenden war kein beliebtes Spielzeug in den 80ern? Die Glücksbärchis, Rubik's Cube, Tamagotchi, Cabbage Patch Kids. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was Cabbage Patch Kids sind, aber da ein Tamagotchi eindeutig ein 90er Ding war, sollte das hier die richtige Antwort sein. Und das ist richtig. Du kennst diese Damen definitiv. Wie heißt diese legendäre Fernsehsendung, die 1985 debütiert? Golden Girls, Wunderbare Jahre, Familienbande, Cheers. Und ich muss sagen, die einzige Sendung, die ich kenne, wo alte Frauen die Hauptrollen spielen, also alt, Entschuldigung, aber etwas in die Jahre gekommenen Frauen, sag ich mal, ist Golden Girls. Deswegen, ja, sage ich jetzt hier Golden Girls. Sogar das stimmt. Wie heißt diese gruselige Horrorfilm mit Jack Nicholson? Beetlejuice, Stirb langsam, Shining, Scarface. Stirb langsam ist es, glaube ich, nicht. Scarface, glaube ich, auch nicht. Beetlejuice kenne ich gar nicht. Shining könnte es durchaus sein. Und Shining ist richtig. Du kannst wahrscheinlich zu all diesen Stücken mitsingen, aber welche davon wurde nicht in den 80ern veröffentlicht? Man the Mirror, Michael Jackson, Karma, Chameleon, Culture Club, Come on Arlene, Dexys, Midnight Runners, Baby Got Back, Sir Mix-a-Lot. Wow. Er sagt hier, wir können alle Stücke mitsingen. Ich kann nicht einen davon mitsingen. Ich kenne zwar jeden, aber ich würde nicht groß irgendwie das hinkriegen. Und Baby Got Back, Sir Mix-a-Lot ist, glaube ich, auch 90er. Mag sein, dass ich mich täusche, aber ich meine, das ist 90er und deswegen hier die richtige Antwort. Also es ist auf jeden Fall richtig. Wie gesagt, ob es wirklich 90er ist, ich bin mich hundertprozentig sicher, aber ich glaube schon. Gib es zu, du wolltest schon immer sagen, hallo, mein Name ist Inigo Montoya. Du hast meinen Vater getötet. Jetzt bist du des Todes. Aus welchem 80er Film stammt diese Zeile? Die unendliche Geschichte, die Goonies, die Braut des Prinzen, Gremlins kleine Monster. Wow, ich habe keine Ahnung. Ich kenne zwar dieses, du hast meinen Vater getötet, jetzt bist du des Todes. Dieser Spruch, der sagt mir was, aber wo der herkommt, fragt mich nicht. Die Goonies nie geschaut, die unendliche Geschichte irgendwann mal geschaut. Die Braut des Prinzen, unsicher. Gremlins kleine Monster, ich sag jetzt, ich rate jetzt einfach völlig die Braut des Prinzen. Ey, ich habe bei diesem Quiz immer Glück, das gibt's überhaupt nicht.
Die Braut des Prinzen ist richtig. Welches Lied aus den 80ern beginnt mit I'm saying all the things that I know you like making good conversations? Take on me, aha. All Night Long, Lionel Richie. Total Eclipse of the Heart, Bonnie Tyler. Physical, Olivia Newton-John. Puh, das ist eine gute Frage. Ich muss auch wieder hier raten. Ich sag Take on Me, aha. Ist falsch, es wäre Physical von Olivia Newton-John gewesen. Okay. Welche der folgenden technologischen Neuerscheinungen wurde in den 80er Jahren veröffentlicht? Macintosh, PlayStation, Nintendo 64, Josephine. Also PlayStation, Nintendo 64, beides später. Josephine kenne ich gar nicht. Es sollte auch der Macintosh gewesen sein. Und der ist es. Wie ist Madonnas erste Tour? Madonna Tour, Sticky and Sweet Tour, der MDNA Tour, The Virgin Tour. Ich weiß es nicht, aber ich habe jetzt eine gute Theorie. Da es ja die erste Tour ist. Virgin, Jungfrau, erste Tour. Passt also, sage ich, The Virgin Tour. Stimmt. Welche rhythmische Sportart erobert die Welt in den 80ern in Sturm? Zumba, Pilates, Aerobic, Yoga. Also Zumba ist, glaube ich, viel zu neu, um das in den 80ern zu sein. Und ich meine, war das in den 80ern jetzt auch so mit diesen Videos, diese VHS-Kassetten, die du eingelegt hast, und dann hat er also eine vorgetanzt und du hast es nachgemacht? Diese Aerobic-Videos, war das nicht so? Ich glaube schon. Deswegen sage ich hier Aerobic. Und das stimmt. Wie heißt diese Band? Guns N' Roses, Iron Maiden, Queen, The Police. Und mein Vater würde mich töten, wenn ich das nicht wissen würde. Und das ist Queen. Stimmt. Und zu guter Letzt, zu welchem Mega-Hit von Michael Jackson aus den 80ern gehört dieser Videoausschnitt? Bad, Thriller, Billie Jean, Beat It. Und das weiß man einfach aus Thriller natürlich. Das ist richtig. Dann kommen wir jetzt zur Auflösung. Du hast 13 von 15 Fragen richtig beantwortet. Das war schon richtig gut. Das nächste Mal beantwortest du bestimmt alle richtig. Immer dieses mit dem nächsten Mal alles richtig. Natürlich, wenn man es schon mal gemacht hat und die Antwortmöglichkeiten einem gegeben wurden, weiß man es. Aber 13 von 15, das ist richtig gut. Auch wenn ich auch hier mal wieder ab und zu geraten habe. So, dann war's mit dem Quiz. Ich hoffe, dass euch das Ganze gefallen hat. Wenn dem Ganzen lassen wir gerne einen Daumen nach oben da. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video. Wir sehen uns in den 90ern. Bye, bye.